Leute haben dann große Freude damit. Und die meisten sind begeistert, wenn sie dann mitgehen und sind dann oben am Gipfelkreis dann. Und dann haben sie eine richtige Gaudi damit. Ich bin Berthold Bruno, bin Wanderführer im Klostertal. Gerade die Wanderung jetzt zum Muttjöchle im Winter mit den Schneeschuhen, die mache ich sehr gern. Die haben jetzt viel gemacht und oft gemacht. Das ist der höchstgelegene, präparierte Winterwanderweg in Österreich. Früher war das eigentlich, das war kein Sport, das haben die alten Bauern vor Jahrzehnten noch, sind sie auf die Bergwiesen hinauf und haben dort oben ihr Heu mitgenommen. Das haben wir im Sommer haben das hergerichtet und dann im Winter erst heruntergebracht, weil man hat ja kein Fahrzeug gehabt dazu. Beim Hinaufgehen so oft einmal über einen Meter Schnee, zwei Meter Schnee gehabt und da braucht man natürlich das zum Laufen. Da war das eigentlich ein Nutzgerät. Schneeschuh wandern, das ist ja nicht schwierig, das hat man noch gleich gelernt. Da kann praktisch jeder mit, da können Kinder mitgehen. Da glitzert der Pulverschnee, man hat die Natur vor sich. Man sieht das Bergpanoramen und so, das ist natürlich eine tolle Sache. Und dann geht es aber dann eher gemütlich in Serpentinen hinauf und kommt dann plötzlich auf den Grat und dann sieht man ins Montafon hinunter. Die Leute haben immer großen Spaß und solange die Spaß haben, habe ich auch Spaß damit.